Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Famorama-Video. Heute geht es nur um das Oktoberfest und um die zwei Bonuscodes. Zuerst, wie immer, hier diese Eventuhr. Das Oktoberfest geht noch 255 Stunden. Und da einige mich schon gefragt haben, wie das Event genau funktioniert, habe ich jetzt eine Antwort darauf, weil jetzt weiß ich genau, wie alles funktioniert. Also, auf eure ganzen Farmen, also eure Hauptfarm, droppen Brezel und auf Bamarama droppen die. Und die droppen auch nicht schlecht, weil man kann locker aus jedem einzelnen Feld ein Brezel bekommen. Kein Thema. Und heute hat sogar eine 295 Brezel bekommen und ich habe noch nicht mal 200. Ja. Und hier hat sich noch die Stadt verändert. Hier ist jetzt die neue Stadt drauf. Vorher hat man hier noch die Altstadt gesehen. So. Aber was sich noch bald ändern wird, ist die Farmhalle, weil hier ist ja so ein neues Gebäude und bei der Farmhalle sieht man hier oben noch das alte Gebäude. Deswegen wird sich das bald auch, glaube ich, ändern. Hier ist das Eventplatz und hier ist das neue Eventgebäude. Klickt man hier drauf und dann hier. Also ich habe 186 Brezel, was sehr gut ist und ich zeige euch mal jetzt, wie das geht. Also, das heißt, 5 Brezel braucht ihr, um einmal den Howdy Lukas zu betätigen. Aber dann könnt ihr nur hier diese Auswahlmöglichkeit bekommen. Ein Brezel, Moss, Penny, Parfüm, Sterne, ich glaube, das sind 2 oder 1, keine Ahnung, und EP. Und wenn ihr einen Hauptpreis gewinnen möchtet oder bekommen möchtet, das ist in dem Fall hier Howdy Lukas für DCI Teams, dann müsst ihr schon mehr Brezel einwerfen. Eine Liste gibt es hier auf Famorama Fans oder hier auf Famorama World. Das heißt, ich bin ja Level 1 und dann braucht man zwischen 5 und 99. Das heißt, wenn ich 99 Brezel abgebe, ist die Chance oder dann bekomme ich einen Hauptgewinn. Wenn ich 150 Brezel abgebe, keine Ahnung, ob das geht, dann bekommt ihr auch nur den Hauptgewinn. Das heißt, ihr macht dadurch eigentlich Verlust, deswegen würde ich nie mehr machen, als hier in der Liste steht. Und 100 MP pro Schlag, das wird natürlich immer teurer. Ich sag mal direkt, ich wirf mal direkt 99 rein, weil genug habe ich ja. Und ich glaube oder ich hoffe, dass ich auch ein Item bekomme. Machen wir erstmal ein Brezel füttern. Eins von 5. Hier immer noch gleich, okay. Gehen wir da jetzt mal. Wobei ich mache das jetzt auch erst einmal, weil ich hatte es vorher noch nicht gemacht. Nur ein paar Seiten durchgelesen. Jetzt geben wir mal 5 ab. So. Immer noch die gleichen Sachen, aber jetzt können wir einmal rein theoretisch machen. Jetzt gehen wir mal direkt, ja, 30 ab. So, jetzt müsste da eigentlich jetzt mehr stehen, glaube ich. Jo. Das irritiert mich jetzt einfach total. Siebenmal können wir hauen. Okay. Ich check das System jetzt immer noch nicht, aber wenn ich das falsch mache, ist das nicht so schlimm, okay? Ich glaube, so solltet ihr das jetzt nicht machen. Ah, oder doch, oder doch. Oh mein Gott. Rein theoretisch kann ich jetzt 20 Mal hauen. Pro Schlag 250. Und ich kann hier die Sachen bekommen. Okay. Oh mein, das wird doch schwieriger als ich gedacht habe. Gehen wir jetzt mal die restlichen ab. Ich mache da bestimmt total falsch. Okay. Hau ich mal einmal drauf. Okay, das folgende gibt schon 3 Oktoberfestbrezeln. Okay.
888 EPA, ja, check ich das. Ich mache noch einmal. Ich habe ihr müsst möglichst viele Brezel abgeben, weil jetzt könnte ich rein theoretisch 35 Mal das machen. Aber dann hätte ich nur die Chance auf diese Gewinne oder auf EP und MP. Und das geht nur bis hier. Hauptgewinn bekommt man, glaube ich, nur, wenn man hier ganz oben ist. Deswegen ist das jetzt hier eigentlich schwachsinnig, aber einmal noch. Da geht immer nur hier bis zur zweiten Lampe. Ein Sternchen. Ja, okay, noch ein einziges Mal, aber deswegen zuerst möglichst viele zwei Superfutter, okay. Die Gewinne ändern sich auf jeden. Das heißt, möglichst viele Brezel abgeben, damit ihr auch möglichst die Hauptpreise gewinnen könnt. Ich möchte mindestens ein Item bekommen, aber das, naja, man könnte es schaffen, weil ich bin jetzt schon bei der zweiten Lampe und es ist heute erstmal der erste Tag. Deswegen wird es eigentlich kein Problem sein. Ja, einmal mache ich nur, das macht irgendwie süchtig schon wieder, so wie im Farmville. Drei Parfüm, okay, jetzt höre ich wirklich auf, weil der bringt jetzt wirklich nichts. Ich mache dann eher noch Verlust. Okay. Wenn ihr sehen wollt, welche Item man bekommen kann. Boah, warum kommt das immer? Müsst ihr einfach hier auf dem i klicken. Dann kommt ihr die Gewinntafel. Wenn ihr auf ein Fragezeichen geht, kommt ihr nochmal eine Kurzbeschreibung. Jetzt lösen wir mal kurz die beiden Bonuscodes ein. Einmal den alten Bonuscode von der Stadt. City heißt der. Den habe ich nämlich noch nicht eingelöst. Und dann gibt es noch einen neuen Bonuscode. Der heißt, wie heißt der nochmal? Brezel, glaube ich. Da bekommt ihr ein Item. Wie der genau heißt, weiß ich jetzt gerade nicht. Gucke ich mal gleich nach. Eine goldene Stadt erstmal. So. So wird er, glaube ich, geschrieben mit P. Der ist, ich schätze mal, bis auf jeden Fall, solange wie das Event läuft, ist er noch gültig. Ich glaube sogar noch ein bisschen länger, aber das weiß ich noch nicht. Deswegen würde ich den lieber einlösen. Also wenn das Event noch da ist. Ein Lebkuchen, Herr Scharf. Genau das hat man bekommen. Und das bringt auch EP. Und zwar steht das hier irgendwo. Hier. Alle 14 Stunden 120 EP. Nicht schlecht. Weil den bekommt ja eigentlich jeder. Jeder Spieler hat ein Item mindestens, ohne eigentlich etwas gemacht zu haben. Nicht schlecht. Ja, das war's eigentlich. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Event und wir sehen uns dann morgen zum Teil 2 des Oktoberfestes. Tschüss!